Regionalliga Südwest Saison 22/23. Unser TSV musste am ersten Spieltag zum Aufsteiger SG Barockstadt Fulda Lehnertz. Und am Ende wurde es ein enttäuschendes Spiel. Wir kommen zu den Highlights. Die ersten Sekunden und schon der erste Fehlpass, aber Markus Scholz macht's wieder gut, hält gegen Rummel. Dann haben auch wir die erste Chance. Das war in der 6. Minute jetzt. Serkan Firat über die rechte Seite, legt sich den Ball vor, flankt ihn in die Mitte, Frank Tehe, aber er kann den Ball nicht aufs Tor bringen. Da war die erste Gelegenheit verpufft und hier ganz tragische Szene. Markus Scholz verspringt der Ball beim Spielaufbau, Foulspiel an Rummel und Elfmeter für die Gastgeber. Verteidiger Krösch läuft an, chippt den Ball in die Mitte. 1:0 für die SG Barockstadt. Wir versuchen direkt zu reagieren und kommen zu diesem Angriff. Der Ball kommt zu Serkan Firat. Der legt sich den vor. Schönes Dribbling, Solo in die Mitte, zieht ab. Der Ball wird aber übers Tor abgefälscht. Und da kommt auch wieder eine Chance von Fulda. Geben immer wieder mit Nadelstichen gefährlich. Falls, da zieht er ab, verfehlt aber das lange Eck. 6 Minuten Nachspielzeit und das war die letzte Aktion der ersten Hälfte. Paul Stock aber ungefährlich, der Freistoß. Es blieb bei der 1:0-Führung für Fulda. Wir kamen besser aus der Pause. Dennis Owusu neu eingewechselt, hat direkt ein bisschen Alarm gemacht. Der Ball kommt zu Serkan Firat. Der verfehlt das Tor, aber dann doch recht deutlich aus der Drehung. Aber weiter ging's. Enrique Pereira da Silva. Die Flanke wird zu kurz abgewehrt. Da kommt Christian Merz, aber der schießt jemanden an. Da war eigentlich die perfekte Schussposition, aber leider waren da zwei Spieler im Weg. Hier mal schnell gespielt, schön durchgepasst und Serkan Firat zieht ab, aber über die Latte. Da waren mal drei Chancen auf den Ausgleichen. Jetzt kommt der Ball in den Strafraum. Unordnung bei unserer Mannschaft und Kevin Hillmann köpft knapp neben das Tor. Da wäre es beinahe geschehen gewesen, aber hier die beste Chance unserer Mannschaft im gesamten Spiel. Paul Stock, Serkan Firat und der vergibt. Auf der Gegenseite knallt es jetzt nochmal gewaltig. Flanke, da rennt Lüttke aus dem Bild, köpft gegen den Pfosten. Und mit vereinten Kräften können wir da den Einschlag verhindern. Jetzt wird nochmal aus der zweiten Reihe geschossen, aber der Ball geht deutlich übers Tor. Nochmal ein Angriff unserer Mannschaft über Enrique Pereira da Silva. Es war schon die Schlussphase und Sasa Strujic kann den Kopfball nicht platzieren. Es bleibt bei der ernüchternden 1:0-Niederlage am ersten Spieltag beim Aufsteiger in Fulda Lehnertz. Und wir kommen jetzt gleich zu den Interviews nach dem Spiel. Markus Scholz hat sich gestellt, Janik Langensberg hat auch ein Interview gegeben und natürlich auch die Stimme von unserem Trainer Ersan Palatan. Markus Scholz, erster Spieltag SG Barockstadt Fulda Lehnertz. Wir haben 1:0 verloren. Schilder doch mal aus deiner Sicht die wahrscheinlich entscheidende Szene des Spiels. Was soll ich sagen? Viel schildern muss man da nicht. Man hat es gesehen, ich habe Scheiße gebaut. Dafür muss ich jetzt auch den Kopf hinhalten bzw. gerade stehen. Und dementsprechend nehme ich dann die Niederlage natürlich auch auf meine Kappe, weil dafür können die Jungs nichts, wenn ich da so einen Fehler von 20 halte. Und dementsprechend tut es mir halt für das Team einfach unfassbar leid. Scholle, du bist ein absoluter Ehrenmann. Du hast uns in vielen Spielen gerettet. Heute nimmst du das voll auf deine Kappe. Wie war denn dein sonstiger Eindruck vom Spiel heute? Wir sind, glaube ich, insgesamt nicht so besonders gut ins Spiel gekommen. Haben uns vielleicht auch so ein bisschen den Schneid abkaufen lassen. Die Mehrzahl der Zweikämpfe ging dann doch leider an Fulda. Und so sind wir dann halt auch nie wirklich gefährlich in unsere Aktion gekommen. Wir mussten dann immer aufpassen, dass wir nicht noch irgendwie einen gefährlichen Konter oder sonstiges fangen. Insofern wir nicht gerade wieder ein Katastrophenabspiel gemacht haben. Scholle, ist sicherlich schwer nach so einem Spiel zu sagen. Von der Vorbereitung her hat man sich ja mega viel eigentlich vorgenommen gehabt. Jetzt sind wir hier hingefahren, nicht gut gelaufen, aber ich denke, wichtig ist doch jetzt so eine Sache zu verarbeiten. Du hast ja eine gewisse Erfahrung. Wie macht man das jetzt am besten? Ja, natürlich. Also grundsätzlich mit den Erwartungen aus der Vorbereitung ist der Plan, muss man ehrlich sagen, zu 100% nicht aufgegangen. Und das wird jetzt schon mit Sicherheit ein, zwei Tage wehtun. Ich gehe davon aus, wir werden auch mit Sicherheit das Passende dazu zu hören bekommen, zu Recht. Und dann müssen wir das aufarbeiten und ab nächste Woche müssen wir dann mal den Schalter umlegen und vielleicht auch mal das zeigen, was wir eigentlich können. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dich
bereit erklärt hast, hier mit uns zu sprechen. Kopf hoch, es geht weiter und zwar erst der erste Spieltag. Yannick Gangesberg, erster Spieltag, sicherlich nicht das Ergebnis, was wir erwartet haben. Wie hast du die Partie gesehen? Ja, wir haben uns sicherlich mehr vorgenommen, aber man muss sagen, wir haben die erste Halbzeit auf jeden Fall verschlafen. Wir haben die Bedingungen nicht angenommen, wir haben individuell Fehler drin gehabt, wir haben zu einfache Passfehler gehabt, also absolut nicht das, was wir spielen können. Haben uns dann in der Halbzeit nochmal viel vorgenommen, sind dann auch eigentlich ganz gut rausgekommen, haben auch mehr Chancen kreiert als in der ersten Halbzeit. Aber unterm Strich ist es uns nicht gelungen, ein Tor zu schießen und zumindest ein Unentschieden mitzunehmen. Die Chancen waren da, auch wenn wir am Ende halt schon offen gemacht haben und ja, bestmöglich probiert haben, noch was mitzunehmen hier in Fulda. Aber ja, es hat am Ende nicht gereicht und es entspricht natürlich nicht unseren Erwartungen. Ja, es tut natürlich mit Sicherheit auch brutal weh, nicht nur das Ergebnis, dass man hier merkt, man ist jetzt hier quasi, hat ein Volksfest gezündet für einen Aufsteiger. Wie kannst du zum Beispiel als Führungsspieler, als jemand, der halt auch viel Erfahrung im Fußball schon gesammelt hat, auch in der nächsten Woche zum Beispiel darauf zuarbeiten, dass wir gegen Mainz wieder ein anderes Gesicht zeigen? Ja, es geht jetzt darum, in der kompletten Trainingswoche, dass alle mal eine Schippe drauflegen, dass alle eine Reaktion zeigen auch auf das Ergebnis, weil ja, wir haben Ambitionen, wir wollen was erreichen diese Saison und dafür war das heute definitiv zu wenig. Und da muss man das auch bei jedem Einzelnen einfordern. Und wenn man erkennt, dass manche nicht bereit dazu sind, alles zu geben, dann ja, muss man sich eventuell mal hinterfragen. Aber mit Sicherheit kann man erwarten, dass wir nächste Woche ein anderes Auftreten an den Tag legen, oder? Davon gehe ich aus. Wir haben ein Heimspiel, da wollen wir dominant auftreten, ganz egal gegen wen, gegen Mainz, gegen eine Jugendmannschaft. Da muss man sehen, dass wir gestandene Spieler, gestandene Regionalligaspieler haben und Mainz halt immer eine Jugend- oder eine U23-Mannschaft ist. Und ja, das wollen wir zeigen, wollen eine Reaktion zeigen und ich hoffe, dass wir dann die ersten drei Punkte einfahren können. Yannick, vielen Dank für das Interview und euch trotz allem eine gute Heimfahrt. Vielen Dank. Unser Trainer Ersan Palatan, erster Spieltag, bittere Niederlage hier in Fulda. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, wie habe ich das Spiel gesehen? Auf jeden Fall nicht gut von uns, von unserer Seite. Wir können uns für dieses Auftritt eigentlich nur entschuldigen, weil wir haben in keiner Phase des Spiels stattgefunden. Wir haben, ich glaube, das Ganze, will ich nicht sagen, unterschätzt, aber nicht angenommen, weil Barockstadt Fulda hat das mit einer Art und Weise, wo sie ihre Physis, ihre Athletik, einfach ihre Zweikampfbereitschaft an den Tag gelegt haben. Wir haben sich in jeden Zweikampf reingehauen und unsere Mannschaft hat sich davon beeindrucken lassen. Wir konnten nicht gegenhalten, zumindest in der ersten Halbzeit nicht. Und deswegen kommt auch so ein Spiel und so ein Ergebnis dann zustande. Und wie gesagt, wir können uns eigentlich mit dem Auftritt überhaupt nicht zufriedenstellen. Das haben wir natürlich uns ganz anders vorgenommen. Und trotz all dem haben wir das Spiel verdient verloren, muss man sagen. Und da muss sich natürlich jeder hinterfragen, für was wir stehen, was wir erreichen wollen, wie wir Fußball spielen wollen und wie wir auch Fußball arbeiten wollen. Und das haben wir heute definitiv nicht gemacht. Was sagt man als Trainer nach der ersten Hälfte? Die war ja speziell aufgefallen, dass sie wirklich nicht so gelaufen ist. Was sagt man so der Mannschaft dann in der Kabine? Ja, was sagt man so einer Mannschaft in der Kabine? Dass sie sich aufrappeln sollen, dass sie halt zumindest Charakter zeigen und sich in die Zweikämpfe reinhauen sollen. Und sich auch wehren müssen auf dem Platz. Ich meine, es kann nicht sein, dass wir ambitioniert sind, dass wir eine gute Mannschaft zusammenstellen und am ersten Spieltag so eine erste Halbzeit hier niederlegen. Und das versucht man den Spielern auf eine klare Art und Weise auch in der Kabine zu erklären und aufzuzeigen. Und das hat dann aber trotzdem nicht gereicht, muss man sagen, dass wir den Spieß hätten heute umdrehen können. Das Bittere an der ganzen Sache ist, dass wir uns Torchancen erspielt haben, aber auch in der Konsequenz einfach, ja, ich will nicht sagen zu harmlos, aber zu unentschlossen waren, um den Ausgleichstreffer hier erzielen zu können. Und das gilt es jetzt aufzuarbeiten. Ja, du sagst schon, das gilt es jetzt aufzuarbeiten. Wie geht man mit so einer Niederlage dann im Endeffekt um, wenn man jetzt weiß, in der nächsten Woche erstes Heimspiel? Wie kann man sowas am besten jetzt aufarbeiten? Ja, wir werden uns natürlich da zusammensetzen und das klar ansprechen. Ich denke, mich schlechter, als dass wir heute gespielt haben, werden wir nächste Woche nicht auftreten. Die Jungs haben einfach was gut zu machen, wir als Mannschaft haben was wieder gut zu machen. Und da müssen wir erstmal eine ganz andere Einstellung und eine ganz andere Mentalität am Tag legen. Ich will gar nicht sagen, dass die Jungs nicht auf diesem Spiel gebrannt haben, aber wir haben es halt nicht auf den Platz übertragen können. Und
Das ist einfach bitter, weil wir eine gewisse Erwartungshaltung an uns selbst haben. Und das haben wir heute nicht geschafft. Ersan, vielen herzlichen Dank, dass du fürs Interview bereitstandest und eine gute Heimfahrt. Gerne, danke dir.